Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Video zu Hearthstone und wir machen heute die Turnierrivalen im Kartenchaos. Auf dem Weg zum großen Turnier liefern sich zwei Ritter ein Duell. Wir bekommen eine Kartenpackung als Belohnung. Der eine verlässt sich auf sein Tjost-Geschick, das heißt wohl, dass er es stark angreifen kann, der andere auf die Inspiration. Ja, Inspiration ist ja das Neue, was es im Turnier gibt, im großen Turnier. Und das hier ist also ein Kartenchaos fürs große Turnier. Und dann fangen wir doch jetzt mal an. Aleria gegen Medivh. Welcher unserer tapferen Ritter wird heute zum Champion ernannt? Zittert vor der Macht der Elfen. Nett ist ja schon, dass man jetzt mal Aleria spielt. Und ihr seht hier, was kennen wir vom Jäger? Die Hunde loslassen und Fährten lesen. Aber den Ätzschlund, der scheint von dem Neuen zu sein. Also ich kenne das noch nicht, den Ätzschlund. Oder ich kenne den noch nicht, die Karte. Und ja, jetzt gucken wir uns erstmal an. Hier ist der Tjostmeister, da habt ihr dann auch gesehen. Aber ich nehme lieber hier die Wildtierkarte. Dieser Tjostmeister deckt halt die Karten auf von jedem und guckt dann, wenn man eine höhere Karte hat, kriegt er Spot und Gottesschild. Das ist natürlich cool, aber eine Glückssache, ob man eine höhere Karte hat als der andere. Deshalb habe ich den nicht genommen. Ja, Elek, der Elek hier hat auch was ganz Interessantes. Der guckt auch nach, wer hat die höhere Karte. Und wenn man dann die höhere Karte hat, auch wieder Glückssache, darf man eine neue Karte ziehen. Die man nämlich gerade bekommen hat. Und das ist wohl dieses Tjorsten. So, und wenn der jetzt nicht größer gewesen wäre, dann hätte ich den nicht bekommen. Also das ist immer dieser Punkt, beide ziehen Karten, der höhere gewinnt. Ja, also von daher muss man da sehr viel Glück haben. Inspiration hat der kleine Knappe von dem Gegner hier aber. Das heißt, immer wenn der Held seine Fähigkeit einsetzt, wird der Knappe stärker. Deshalb ist Inspiration einfacher, ja, lernbar und auch einfacher einsetzbar. Das ist keine Glückssache, sondern eine Taktiksache. Tjorsten ist mehr Glückssache. Okay, so jetzt hat er dann auch meinen Elek mittlerweile zerstört, wieder gezaubert. Dadurch wird er wieder inspiriert, wird er wieder stärker, der Knappe. Und da seht ihr schon, man muss also gucken, was kann man alles mit dem Inspirieren machen. So, jetzt haben wir hier das gepanzerte Pferd. Ja, und wenn man die höhere Karte hat, wie beim Tjorsten, dann kriegt es diesen Ansturm und stärkeren Angriff. Hätte ich jetzt Pech gehabt beim Tjorsten, hätte ich das nicht bekommen. Deshalb, das ist Tjorsten. Okay, und er hat jetzt einen Spot, ein Querulant, okay, den kenne ich auch noch nicht so gut. Kampfschrei stellt Leben her. Gut, was haben wir hier noch? Ja, das ist wieder das mit dem, man kriegt den Diener auf die Hand, wenn man höher ist. Also schauen wir mal, ob wir, ja, nein, ist gleich stark. Kriege ich den jetzt trotzdem, den Skelettritter? Nee, ihr seht's, wenn man gleich stark ist, hilft es nicht. So, wir machen den Spot weg und greifen ihn einfach mal mit unserem Zauber an und mit unserem, ja, Löwen da, fliegenden Löwen. So sieht er jedenfalls aus. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen von der Karte, ist ja auch egal. So, und was hat er jetzt? Jetzt kommt wieder irgendwas mit Inspiration bestimmt. Jeder Spieler erhält eine zufällige Karte auf die Hand. Okay, das ist jetzt nichts Inspirierendes. Und, ja, schießt jetzt mir hier die Karte weg. Ich habe hier Pflege. Ja, mit Pflege kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, werden diesen 4 zugefügt. Das ist ein Geheimnis, stellt bei jedem Helden 4 Leben wieder dar. Ja, was nehmen wir denn da? Das ist doch mal interessant. Na, heilen wir halt uns und ihn, hauen das Geheimnis hier raus und greifen ihn an. So. Jetzt haben wir halt 2 Diener auf dem Brett. Seinen Diener hätte ich jetzt sowieso nicht killen können. Er hätte nur mich gekillt, deshalb habe ich ihn direkt angegriffen. Das ist halt sinnvoller. Eine zweite Chance. So, und hier haben wir es. Wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, werden diesem 4 Schaden zugefügt. Und schon ist seiner wieder weg. Und er greift mit seinem Feuerball an. Er will unbedingt meinen Elek hier weg haben, wie es aussieht. Und wen greift er jetzt an? Na?
Zaubert er noch oder kommt er mit dem... Oh, Mana-Kristall hat er noch auf der Hand. Okay, jetzt hat er wieder drei. Und Ansturm und Gottesschild. Der Argentum-Reiter. So ein ganz kleiner hat Ansturm und Gottesschild. Nicht schlecht. Okay. Ich habe hier jetzt die Bärenfalle als Geheimnis. Die ruft den Bären. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Mit Spot. Jetzt kann ich zwei Hunde und kann beide von ihm damit killen. So, das war doch schon mal gut. Jetzt ihn und nochmal zaubern mit meinem Bogen. Und schon steht es 29 zu 12. Okay, auf jeden Fall sind da sehr interessante Karten drin bei dem großen Turnier. Da frage ich mich, was ich da wohl in mein Deck einbauen werde, ob ich mir da ein eigenes Deck bauen werde. Das wird auf jeden Fall interessant. So, jetzt hat er mit seinem kleinen Fireball unseren wieder gekillt. Und jetzt, was haben wir hier? Ruft ein zufälliges Wildtier herbei, wenn ihr ein Wildtier kontrolliert. Tue ich gerade nicht. Also nehme ich mal hier den legendären Edschlund. Der im Moment vernichtet jeden anderen Diener, der Schaden erleidet. Ja, ist sowas wie die Spinne hier, Naxxramas? Ne, wie heißt denn die Spinne nochmal? Ich weiß gerade nicht. Maxna, genau. Dann nehme ich lieber Maxna, glaube ich. Den finde ich jetzt nicht so cool, den Wurm. Ja, weil der guckt. Jetzt kann er zweimal Heldenfähigkeit einsetzen. Das macht seine Dienerin da. Und schon ist mein Mega-Legendärer weg. So, durch meine Bärenfalle habe ich jetzt wenigstens Spot. Das hat schon mal gut geklappt. Und er gibt mir jetzt wieder zwei Karten. Wenn einer eurer Diener... Hier, jetzt habe ich ein Wildtier liegen. Jetzt benutze ich ihn auch. Bekomme ich noch eins dazu. Wunderbar. Euer Gegner in Diener ausspielt, beschwört ihr eine Kopie. Ja, das machen wir auch. Und setzen irgendeinen auf ein Leben. Genau die. Dann kann er nicht zweimal angreifen. Wunderbar. Seine Fähigkeit zweimal einsetzen ist nämlich doof. So, trotzdem kann er sie einmal einsetzen und haut jetzt meinen Spot weg. Mann, manchmal hat man aber auch ein Pech, das glaubt man gar nicht. Okay, und der Spot ist weg, aber dadurch, dass ein Wildtier stirbt, wird mein Biber hier stärker. Och nö. Und mit dem Fass erledigt er auch meinen Biber. So, jetzt hat er alle meine Diener erledigt und jetzt krieg ich sogar Schaden. Ja, das war ja jetzt mal eine ganz blöde Runde. Da war was mit Inspiration. Aber jetzt hat auch mein Geheimnis gezogen. Jetzt habe ich auch so einen Inspirationsmob. Und jetzt haut der schon wieder mit seiner inspirierenden Schusszeug da wieder auf mich drauf. So. Okay, erhalte zwei Mana-Kristalle. Jetzt könnte ich noch ein Wildtier legen. Ich lege noch ein Wildtier. So, schieß nochmal auf ihn. Und kann jetzt hier, dadurch, dass ich geschossen habe, ein Leben mehr kriegen. Das ist also das Inspirierende an dem. So, 7 zu 25. Wenn er sich jetzt nicht um meine Diener kümmert, ist er in der nächsten Runde tot. Da sollte er sich mal kümmern. Was hat er denn da? Fügt einem Diener 8 Schaden zu. Eine Flammenlanze. Meine Fresse. 8 Schaden. Ja, inspiriert. Hat seine Heldenfähigkeit benutzt und der Frostriese kostet nichts. Das ist natürlich ganz doof. In der nächsten Runde sehe ich dann eher tot aus. So, mein Diener erledigt er auch. Gibt mir nochmal 5 Schaden rein. Jo, jetzt wird es interessant. Verleiht eurem Helden 4 Angriff. Oh, 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 oh. 16. Und er hat 14 Schaden auf dem Brett. Na, gucken wir doch mal, was wir jetzt hier noch so kriegen können. Geladen und entschärft. Jedes Mal, wenn ihr einem Zug einen Zauber wirkt. Blah. Jägerkarte setzt auf 1 Leben und naja gut, nehmen wir mal hier die Falle. So, erstmal legen wir ihn hier wieder, greifen an, hat er noch 5. So, theoretisch dürfte ich jetzt noch einen übrig haben. Er hat 14 plus sein Feuerball habe ich 15 Leben noch. Gucken wir mal, wie das aussieht. Also, jetzt habe ich 15 Leben. Warum kann er den nicht schon wieder zweimal benutzen? Ich bin eigentlich tot. Verwandelt ein Diener in einen Eber, dass der alles raushaut. Ist der doof? Nee, doch nicht. Ich hätte noch immer ein Leben gehabt. Okay. Gut, war ganz knapp die Sache. Und jetzt habe ich hier wieder einen Spot.
und zum Glück hier durch den Ansturm. Und damit ist er tot, sonst hätte ich auf ihn drauf geschossen und den Spot hätte ich nicht überlebt. Boah, war das eine knappe Sache. Also, Thorsten ist nicht so mein Fall. Ich finde das Inspirieren cooler. Wenn die Mobs Inspiration von mir gehabt hätten, hätte ich damit viel Heldenfähigkeit benutzen können. Trotzdem Packung bekommen. Ganz enge Sache. Man konnte sich das Deck nicht aussuchen, das war vorgegeben. Also ist das Glückssache, was man zieht und dann taktisch mäßig einsetzt. Gucken wir mal in die Packung hinein. Was haben wir denn da? Kamschrei, Kamschrei. Den Dritten der Silben Land habe ich jetzt, glaube ich, 72 Mal. So, dann Krieger. Oh, dreimal die gleiche Karte. Was für ein Schrott ist das denn? Naja, gut. Nein, den habe ich natürlich nicht 72 Mal, aber mittlerweile schon gezogen. So, und daraus mache ich jetzt 15 Staub. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir doch ein Like und ein Abo. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder ins Solo-Abenteuer. Bye, bye.